Firma Grob. Eine deutsche Firma, die dort ausstellt. Zwei Flugzeuge, die 120 und die Grob 520 NG. Und auch dort eine Premiere. Die 520 NG war noch nie auf der ILA zu sehen, meine Damen und Herren. Schauen Sie sich auch das am Boden an. Aber auf die Bahn gerollt ist jetzt ein weiteres Highlight. Ein absolutes Highlight für mich persönlich auch, denn ich selbst bin diese Maschine geflogen. Die MiG-29, die Ihnen heute dargebracht wird von der polnischen Luftwaffe. Jetzt am Start die MiG-29 Fulcrum. Well, ladies and gentlemen, taking to the runway now, another visitor from the Polish Air Force 303 Squadron, the MiG-29 Fulcrum. Thank you.
Genau. Ja, einer? Ja, ja.
Ja, und während die MiG-29 jetzt zur Landung reinkommt, nach diesem eindrucksvollen, wunderbaren Display, vielleicht als Information für Sie, meine Damen und Herren, diese MiG-29 fliegt schon seit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre und hat kein Fly-by-Wire-System und ist trotzdem 9G-fähig. Das ist also ein exzellentes aerodynamisches Design und die MiG-29 produziert sogar 52% ihres Auftriebs durch den Rumpf und nur 48% durch die Flügel. Well, from a man who used to fly this aircraft, some wise words there. This is an amazing aeroplane, introduced at the end of the 1970s as an air superiority.